Servus, Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs. Ein kleines Update vor dem Urlaub. Jawohl. Und vor allem nach dem Phosphatchaos. Ja, das sich aber ja jetzt schneller gefangen hat als angedacht, ne? Als wir eigentlich auch gedacht, wirklich vorhatten. Wir haben ja charmante 2,04 gemessen mit dem AC-Test. Und sind jetzt wieder bei einer 0,12. Ja, war jetzt gestern Abend der Stand. Innerhalb wie vielen Tagen sind wir da jetzt unter? Eine Woche. Eine Woche. Ja. Ist schon heftig. Also dieser extrem hohe Phosphat, der hat natürlich einiges an, der könnte einiges anrichten, aber wahrscheinlich haben wir Glück gehabt, dass wir es noch frühzeitig gemerkt haben. Polybild passt soweit. Ja, die Frage ist, wie lange? Ja. Wir wissen natürlich nicht, wie lange jetzt oder was jetzt dann in den nächsten Wochen passiert. Wie heißt die? Das ist die Grüne, die ich jetzt mitgebracht habe. Colostrea? Nein, die SPS. Die SPS, Seretopora. Ja. Ja, die ist von letzter Woche bis jetzt leicht abgeraucht. Bei den SPS ist es nun mal im Endeffekt so, dass die da sehr viel empfindlicher sind, was die Nährstoffe angeht, wie jetzt, sag ich mal, normale LPS und Euphilien. Bei Euphilien ist es im Endeffekt so, da sind die KH-Schwankungen viel gravierender und schlimmer für die Tiere. Ja, aber also wie gesagt, also nach wie vor ich kann mich nicht beklagen. Aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt zukünftig ja das Becken dann umgestalten wollten. Auf LPS rein? Genau. Bis auf die Melkern. Ja. Weil die traumhaft jetzt stehen und hoffe auch, dass das jetzt so bleibt. Die steht ja auch ziemlich weit oben, also kriegt sie auch genug Licht. Also die blüht und die explodiert auch richtig schön. Und also ich hoffe auch, dass das dabei bleibt. Hab Daniel gerade eben erzählt, dass sie jetzt auch einen wunderschönen Übergang auf den Riff hat. Basalscheibe ausgebildet, also die ist da sehr, sehr gut angewachsen und ist ein sehr gutes Zeichen dafür, dass die Koralle sich auch wohlfühlt und schiebt und wächst. Ja, und ich habe ihm gerade eben mal gezeigt, was die richtigen Fische mit Algen veranstalten können. Ja. Tatsächlich. Er hat mir ja seine Korallen hier gebracht, eine Colostrea und einen so einen Zoa-Ball, ja, wo überall so kleine Fädchen rausgeguckt haben. Ich sage, ja, okay, gucken wir mal, was da für Algen sind. Die waren noch keine Minute im Becken, da waren schon die Doktoren der Fuchs dran und haben alles weggezupft. Also nach weniger als 5 Minuten waren die schon weg, die war Algen. War das Thema schon das gegessen. Schon nicht schlecht auf jeden Fall. Wenn man solche Helfer im Becken hat. Ja, das ist das, was ich dann auch im letzten Video gesagt habe. Ne? Ja gut, ich habe jetzt 2-3 Stellen im Becken. Also grundsätzliche Probleme haben wir in den Griff bekommen. Also die Fadenalgen. Jetzt habe ich natürlich an der Höhle von der Anemone, die sitzt ja unten, bündig mit dem Boden. Ja. Da wachsen sie noch ein bisschen, weil das Problem. Also hast du auch noch so einen leichten Pflaumen drauf, ne? Nee, eben nicht. Der ist weg? Der Pflaumen ist weg, aber der Übergang vom Boden auf die Höhle rauf, die sitzt eben halt auf der. Also die Höhle sitzt ja ebenerdig auf dem Boden. Genau auf der Kante wachsen jetzt eben noch Algen. Das Ding ist aber, weil die Anemone so eine Zicke ist, ne? Insbesondere weil die halt auch die letzten Wochen zweimal weggelaufen ist, möchte ich eigentlich ungern die Höhle jetzt hochnehmen, um die wieder zu ärgern und dass die mir nachher wieder flutschen wird. So, sind wir ja auch jetzt, die sitzt aber jetzt wieder fest da unten dran, ja? Oder hat die nochmal Anstalten gemacht? Nein, gar nicht. Die bekommt weiter ihr Futter. Wir hatten aber auch darüber gesprochen. Und da hat die Ocean Motion erst verstillgelegt. Und das ist das Problem, wenn das Tier dann, sag mal, zu viel Strömung kriegt. Fühlt die sich dann halt nicht wohl und dass das eben mit einer der Gründe war, warum die vielleicht auch starzen gegangen ist. Ja, ja, ja. So, aber da wir aufgrund der Tatsache, dass wir am Freitag in den Urlaub fliegen, Daniel ist natürlich auch nur bedingt bei uns. Ich gucke regelmäßig rein. So, und so wenn die natürlich jetzt anfängt zu wandern in der Zeit, aufgrund der Tatsache, weil ich dir jetzt geärgert habe oder so, dann haben wir ein Problem.
Da können wir nicht mal eben eingreifen. Ja, wir können nicht mal eben eingreifen, aber du hast jetzt aber auch Tiere drin, wo ich sage, gerade die Glabreszenz, die wird dich nicht platt machen. Ich sehe es an meinen Euphilien hier unten. Kann ich mal kurz gleich mit einblenden. Die kommen teilweise bis ran, aber die vernesselt die nicht. Die macht die nicht platt. Ich muss aber jetzt auch nicht provozieren. Nein, das müssen wir nicht haben. Ich sage nur, dass jetzt auch aufgrund der Umstellung, die du planst, dass du halt nur auf die LPS gehst, die können sich wehren. Ja? SPS, da sieht die Sache schon schlechter aus. Wenn die einmal das Becken, meiner hier das Becken durchgehen würde, dann könntest du genau die Straßen der Verwüstung sehen. Aber bei LPS ist das hier und da, die sind teilweise sogar schon noch aggressiver wie die Anemone selber. Ja, aber wie gesagt, man muss ja auch nicht da jetzt irgendwie auf Krampf irgendwas provozieren. Wollen wir ja nicht. Deswegen versuche ich so gut es geht eben mit der Bürste und ein bisschen zupfen, da unten den Kram wegzubekommen. Aber wie schon beim letzten Video, jetzt haben wir das eben mit den Algen in den Griff bekommen. Jetzt kommen die Kugelalgen. Und die Glasrosen. Ja, bei den Glasrosen wird die Sache interessant. Da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht in irgendeiner Form die wegspritzen können. Oder halt mit dem Zeug von Rezi da dran können. Problem ist tatsächlich, da die entsprechenden Tiere einzusetzen. Also was da definitiv helfen würde, wären Wundermanni-Garnelen. Aber da musst du mindestens 4-5 Stück von einsetzen. Dann hast du ein Garnelenbecken. aber die würden mit den Glasrosen kurzen Prozess machen. Aber auch halt nur ab dieser Menge. Das ist das Problem. Es muss Futterneid aufkommen unter den Tieren, damit die an diese Glasrosen drangehen. Ja gut, wie gesagt, jetzt akut werden wir sowieso nichts machen. Nee, machen wir den Urlaub ab. Was passiert? Sowieso, wie das Becken sich entwickelt. Daniel wird, keine Ahnung, wie oft er da sein wird. Es wird ja auch der Plan sein, dass du da einfach mal dieses Housekeeping dann quasi begleitest. Guck ich mal, ob ich das hinkriege. Und da hat Daniel sich dann auch, ein bisschen mehr Ruhe für sich so. Mal genau. Mit dem Becken und dann denke ich mal, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, werden wir vielleicht noch eine Lösung finden. Siehst du, da kann ich auch noch eben das Video machen von dem Ackerabschreiber. Ja. Das Ding, das läuft ja jetzt auch schon seit einiger Zeit. Ja. Und läuft ziemlich gut, so wie er soll. Also ich kann da nichts bemängeln. Das ist vielleicht auch normal. Tatsächlich jedes Mal, wenn ich den sauber mache, was so einmal die Woche ist, muss ich tatsächlich dann halt über mehrere Stunden wieder einstellen. Komischerweise. Okay. Ja, weil wenn ich den Topf abmache, mach den sauber, setz den wieder rein. Du machst aber nur den Topf, nicht den Hals. Nee, nur den Topf. Okay. Da fängt er an über zu kochen oder der. Weißt du, was das ist? Das ist die Pumpe. Pumpen sollten wir uns dann auch nochmal vornehmen. Weil das Problem an der Sache ist, unten in der Pumpe bildet sich ja im Prinzip ein Schmierfilm aus Biomasse. Dieser Schmierfilm. Bremst mit der Zeit die Geschwindigkeit der Pumpe. Bremst sie ein kleines bisschen runter. Das ist nur minimal, aber der wird gebremst. Schaltest du die Pumpe jetzt aus und wieder an, dann hast du eine kleine Leistungsdifferenz. Weil die dann nämlich erstmal mit mehr Saft und mit mehr Power arbeitet. Ja gut, das kannst du dir ja dann mal anschauen zum Eruieren. Nee, das ist eigentlich normal. Das ist eigentlich fast bei allen Pumpen der Fall. Fast. Nee, aber sonst tatsächlich, wie gesagt, von der Lautstärke her ist sie schon wesentlich besser als der alte. Also wie gesagt, da kann ich nichts bemängeln. Der macht seine Arbeit, der ist schon leiser. Natürlich jetzt im Laufe der Monate. Oh, wir haben jetzt keinen Kühlschrank mehr im Flur stehen. Nee. Sehr schön. Weil der auch direkt an diesem Flur, da wo das Becken halt steht, auch das Schlafzimmer angrenzt und die Tür dann halt offen ist, ist das eigentlich fast genauso, als wenn er das Becken im Schlafzimmer stehen hätte. So ungefähr. Somit muss man dann halt gucken, dass wir es wirklich leise kriegen. Nee, aber sonst, wie gesagt, klar, die Probleme jetzt mit den Kugelalgen, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Die Glasrosen, ja, die nehmen leider Überhand. Aber müssen wir dann jetzt schauen, wie wir es machen. Aber da möchte ich mir jetzt gerade akut nicht den Kopf drüber zerbrechen. Dann sieht das Becken dann dementsprechend leider ein bisschen, ich sag mal, sieht ja auch nicht scheiße aus. Aber er redet von scheiße aussehen und andere wären froh, wenn das Becken bei ihnen so aussehen würde. Ja gut, aber wir müssen uns jetzt eben darauf fokussieren, wie jetzt eben bei uns ist. Ich kenne wenig Vergleiche. Ne? Ich kenne nur dein Becken, das, was ich mal im Aqua Zoo sehe.
oder eben das, was man im Netz sieht. Und das ist halt immer aufgeräumt, ne? Also. Ja, siehst du aber auch selber jetzt hier. Boden ist dreckig. Ja, gut. Frontscheibe ist nicht vernünftig geputzt. Da habe ich auch nur die Hälfte jetzt vom Becken eingeblendet. Nein. Du hast aber auch jetzt gerade, ne? Ja. Bisschen auf. Bisher noch aufgewirbelt. Bisschen, ja. Muss ja halt noch den ganzen Schmoller noch absaugen. Ja, was ich aber auch noch sagen kann, schon mal so vorab. Mein Pinzett hat jetzt endlich das getan, was er tun sollte. Hier. Ja, neulich. Habe ich eben noch gesucht. Ich kam nach dem Urlaub zurück und habe mir mal gedacht, ja, guck doch mal nach deinen Glasrosen. Und ich habe tatsächlich nur noch eine einzige gefunden. Und die war auch schon schwer angeschlagen. Also mein Pinzett hat es hier tatsächlich vollständig mit der Glasrosenplage aufgeräumt. Aber ich muss da halt auch wirklich dazu sagen, das ist jetzt der dritte Versuch, dass ich hier einen halte oder versuche zu halten. Und der hat jetzt endlich funktioniert. Also das ist nicht mal eben so, oh, der Fisch geht dagegen vor, den hole ich mir jetzt Thema durch. Nee. Wäre für mich ja auch noch eine Option. Wäre eine Option, ja. Aber du kriegst wahrscheinlich nicht ans Halten. Und ganz ehrlich, das Becken ist tatsächlich zu klein für dieses Tier. Der ist hier in dem Becken, ist der unheimlich schnell auch gewachsen. Der war ja auch relativ klein, der war ungefähr nur so groß. Ja? Mhm. Und der hat hier jetzt richtig zugelegt. Also der ist noch nicht ausgewachsen, da geht noch was. Aber der hat richtig schnell hier zugelegt. Aber wenn die Tiere Platz haben, dann geht das auch schneller. Dann wachsen die auch schneller ab. Also was immer gesagt wird, die Tiere passen sich nicht dem Becken an, das ist so nicht ganz richtig. Also die wachsen langsamer, wenn sie in einem kleineren Raum sind. Das heißt, ja, und jetzt habe ich mir von Daniel dann noch eine Chalice heute mitgenommen. Ja, meine Pink Bubbies, die ich da hinten schön im Riff versteckt habe, so ein Monster geworden ist. Die habe ich auf so eine große Muschel draufgesetzt, da war die so klein. Mittlerweile ist die komplette Muschel überwachsen. Ja. Ja. Nee, sonst ist eigentlich ja nicht viel, also bei mir zumindest jetzt ja nicht. Hier ist auch nicht wirklich, bis auf die Kleinigkeiten. Aber die kommen in dem entsprechenden Tagebuch-Update. Und ich denke vielleicht auch, dass es tatsächlich eben mal so eine Sache interessant ist, wie man das eben macht, wenn man in Urlaub fährt. Ja. Ne, das ist auch super interessant. Hattest du jetzt eigentlich wegen deinem Zusatz-Osmosetank da schon was in Angriff genommen? Ich bräuchte ja in der Theorie, da wollte ich dann nächste Woche noch mal in den Baumarkt fahren. Ich bräuchte ja nur ein passendes Stück, was ich dazwischen klemmen muss. Mhm. Da musst du dann aber auch aufpassen, dass du den Kanister dann nicht zu hoch stellst oder zu tief. Der muss dann mit deinem Osmose, mit deinem anderen Behälter auf der gleichen Höhe stehen. Ja, das ist ja gar kein Problem. Das will ich nur zu bedenken. Wenn man den jetzt verbindet, wir haben jetzt im Prinzip vor, ein T-Stück einzubringen in die Verbindung und das noch zu einem anderen Osmosebehälter zu bringen. So, die müssen halt gleich hoch sein nach Möglichkeit, gleichen Wasserdruck, damit es auch gleichmäßig rausgeht. Wenn in dem einen mehr ist und in dem anderen weniger, dann drückt der andere das in den rein, der kleiner ist. Und dann läuft der wahrscheinlich über. Ja, also trotz der Temperatur würde ich jetzt akut sagen, in einer Woche so um die 30, 40 Liter. Wie viel hast du in deinem Tank drin? Ich habe im... Ich glaube, das ist Quatsch, was erzähle ich denn da? 10? Nee, 10 Liter. Das, nee, 30, 40 Liter ist Quatsch, das kann gar nicht sein. Du musst ja dreimal auffüllen die Woche. Ja, ja, nee. Also lass es dann zweimal sein. Zweieinhalb Mal, also so um die 20, 30 Liter. Ja, das ist ja dann eigentlich kein Problem. Also ich bin garantiert 3 bis 4 Mal die Woche da. Ja. Da brauchst du auch nichts extra anzuschließen. Ich habe auch heute noch extra alles nochmal neu gemacht, damit ich für die Woche versorgt bin. Und dann natürlich dann, wenn ab dem Moment, wo wir wechseln, ist auch nochmal alles voll. Einmal unten im Aquarium und dann noch die 40 Liter, die ich auf Reserve habe. Also damit komme ich muss einmal im Monat muss ich um die 40, 50 Liter machen. Grausam, so viel Wasser zu verschwenden. Ja, du darfst aber auch nicht vergessen, ich habe ein kleines Becken. Richtig. Also das ist jetzt nicht so ein Bunker wie hier. Und, ja, lass mal eben gucken, was bei mir so die Woche durchgeht, kann ich ja hier. Auch sehr interessantes Thema, was jetzt gerade für mich natürlich auch neu war, ist eben die Temperaturerhöhung. Ja. Ich hatte vom Vorbesitzer vom Aquarium habe ich einen ganz einfachen Aufsetzventilator für den Beckenrand. Ja, so ein Walzenventilator, ja, ist das. Und ne? Der hat tatsächlich geschafft, mir das Becken von 27 auf 26 Grad innerhalb von 2 Stunden. Nur durch das Gebläse. Ich habe zwar
für Notfall noch jetzt die zwei Osmosebomben quasi im Gefrierfach. Das ist dann so im Prinzip die letzte Worst Case, wenn es also tatsächlich draußen so warm ist oder die Bude so aufgeheizt ist, dass man es nicht mehr anders runterkriegt, dann geht man entweder hin und macht frischen Wasserwechsel oder halt wirklich Osmosebomben, also sprich normale Wasserflaschen mit Osmosewasser gefüllt und die dann unten ins Technikbecken reinlegen. Alle beide gleichzeitig. Aber so weit ist es jetzt tatsächlich noch nie gekommen. Man muss aber auch dazu sagen, das Becken steht im Flur. So, und aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich durch die Temperatur, wir haben ein super aufgeheiztes Haus. Wir haben versucht, so viel Durchzug wie möglich immer mitzunehmen. Was du ja gerade im Flur besonders merkst, vom Balkon aus zum Schlafzimmer. Und du hast ja grundsätzlich hast du immer sehr viel Luft in Bewegung. Ja. Ne, was das Ganze ja auch noch unterstützt. Und gut, mega gut. Also es funktioniert. Das Einzige, was wir dann vielleicht vorab noch mal schauen müssen, das Ding richtig einstellen. Also da steige ich nicht so ganz durch mit dem Temperaturding. Weil aktuell mache ich es immer so, ich check das so gegen, weil zum Beispiel der fängt dann an zu bimmeln und bimmelt dann durch und deswegen habe ich das davon abgekapselt und mache das alles jetzt aktuell manchmal. Ach so, die Alarmfunktion Einstellung und so, ja, das kann man deaktivieren. Das kann man deaktivieren. Du hast im Prinzip die Möglichkeit, eine Temperaturspanne einzugeben, plus minus 1 Grad, sage ich jetzt mal. Aber das steige ich nicht ganz so hinter das Modul, um das einzustellen. Ich hab zwar... Ist das der Aquamedico oder Aqualight? Weiß ich gar nicht. Das ist auf jeden Fall das neue Modell. Dann wird es ein Aquamedico sein. Was schon mal die Bedienungsanleitung gibt. Nein, ich mache das erst an, weil damit tatsächlich auch, weil keiner da ist... Ja. Dass das Ding auch wirklich dann anspringt, wenn es anspringen soll, und dann auch aufhört, wenn es aufhören soll. Muss dann halt bloß auch dafür sorgen, dass du wirklich, ich sag jetzt mal, zu den anderen Räumen die Türen offen hast, damit sich das im Flur dann eben. Wir brauchen ja theoretisch nur die Wohnzimmertür und Schlafzimmertür, so haben wir ja. Ja, ZB. Der Rest bleibt auf Kipp. Ne? Weil ich glaube, wenn man tatsächlich eine Woche da alles dicht machen würde, hätte ich da wahrscheinlich über. Nee, also ich mach's tatsächlich grundsätzlich immer so, dass meine Urlaubsvertretung hier. Hingeht und reißt morgens die Türen auf, beziehungsweise macht dann, wenn halt die Möglichkeit ist, wenn es draußen noch kühl ist, einmal kräftig stoßlüften, so viel wie möglich, damit die ganze feuchte Luft hier rausgeht und danach wieder alles zu. Also das wäre dann so, ich sag's mal, die Aufgabe der Betreuung vor Ort. Ja? Alle Türen aufreißen, durchlüften, damit auch die hohe Luftfeuchtigkeit, die durch das Aquarium entsteht, dann halt rauskommt. Ja, aber das wird Daniel dann auch eben in der Praxis dann auch mal noch erläutern, denke ich. Befürchte ich auch. Weil es ist auch so eine Thematik, die siehst du nicht im Internet. Nee, also eigentlich, ich habe es tatsächlich auch noch nicht wirklich so hundertprozentig thematisiert. Das werden wir dann jetzt dann endlich mal machen. Ja, Urlaubsvorbereitung heißt zwar hier ja, Osmosebehälter und Futter vorbereiten und, aber wie dann tatsächlich dann auch die Vertretung zu arbeiten hat und worauf sie zu achten hat und damit das auch gerade passt, jetzt gerade im Hochsommer. Ist schon, ja. Ja, zum Beispiel, was bei mir auch die Problematik ist, dass meine Tiere, die springen nicht auf Trockenfutter an. Die müssen jeden Tag, Frostfutter. Das wäre dann das Einfachste, ne? Also ich habe zwar auch, ja, ich könnte hier theoretisch über Trockenfutter füttern, aber hier sind auch Tiere drin, die tatsächlich nur aufs Frostfutter gehen. Zack, ist das Thema schon wieder durch. Also muss hier auch jemand kommen und gucken, dass dann immer schön Frostfutter aufgetaut wird. Ja, eben das ist eben der Nachteil daran, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich kann die Vorbereitung, klar, kannst du Vorbereitungen treffen. Ich habe mir auch so ein paar Videos angeguckt, wie du zum Beispiel eben Frostfutter beziehungsweise das Futter so vorbereiten kannst mit einem externen Kühlschrank und so. Aber dann, habe ich keinen Bock. Nee, aber du hast doch dein Futter schon fertig vorbereitet und funktioniert. Ja. Genau. Das heißt also, du gibst deiner entsprechenden Aushilfe dann die Anweisung so und so viel und nicht mehr. Ne? Ja, der Vorteil ist tatsächlich, da der Kater jetzt doch zu Hause bleibt bei uns. Okay. Der muss ja auch zweimal am Tag versorgt werden. Ist da auf jeden Fall eine Person für da, die zumindest täglich dafür sorgt, dass die Tiere gefüttert werden. Ja, sei es um die Karte und das Aquarium. Ja. Und ich schaue mir dann an, was dann mit der restlichen Technik ist, ob alles so weit okay ist, ob die Werte stimmen. Sind wir ja immer noch im Endeffekt ist mit dem Phosphat dran, dass man da jetzt langsam aber sicher noch ein kleines bisschen runtergehen. So Richtung 0,06, 0,08. Ja, ich muss aber dazu sagen, in der Zeit, wo wir quasi diese Phosphatlimitierung gefahren haben,
wissentlich. Die vorherige Limitierung, bevor es dann ja, richtig, ist, wo genau. Wir tatsächlich ja nur morgens und abends dosiert haben, tagsüber war es nicht nachweisbar. Ja. Da muss ich ehrlich gestehen, standen die Tiere auch einfach am besten. Ist schon krass, ne? Ja. Und ja, da kam halt eben ja die Routine rein, weshalb dann irgendwann natürlich das große Erwachen kam. Haben wir den Zeitpunkt verpasst im Prinzip, wo das umgeschlagen ist. Das, was ich im Endeffekt jetzt auch schon seit einem Dreivierteljahr hier habe, dass ich mit relativ hohen Werten zu kämpfen habe, weil ich halt tatsächlich dafür gesorgt habe, dass ich viel Eintrag habe durch meine Fische, durchs Futter. Ja, so viele Fische, wie ich hier drin habe, die tragen natürlich auch einiges an Schadstoff, an Futter und etc. ein. Ja, das ist dann wieder die Kehrseite der Medaille. Aber das ist bekannt. Irgendwann sagt das System so, jetzt nehme ich nichts mehr auf. Aber kann jetzt dann auch der Punkt kommen, wo das Hippo-Reef wieder sagt, so, okay, ich fresse mir das jetzt wieder auf und gebe das dann nun mal wieder ab? Erstmal nicht. Also ich wüsste jetzt zumindest nicht. Also wir sind jetzt immer an dem Punkt, wo wir dann hingehen müssen und gucken, bringen wir es übers Futter, bringen wir es über den Tierbestand rein. Müssen wir überhaupt weiter dosieren? Also ich dosiere ja überhaupt nicht mehr. Oder müssen wir sogar hingehen und im Gegenzug über Kohlenstoff noch arbeiten? Also sprich das Nutriton C einsetzen, was ich jetzt hier auch mache, um gleichzeitig die Nährstoffbelastungen wieder ein kleines bisschen versuchen zu drücken. Wo ja, man also vorsichtig mit umgehen wie muss. Gesagt, da hatte ich ja auch schon mal gesagt, das Füttern der Tiere bewegt sich ja tatsächlich über einmal am Tag, weil ich halt nicht die Anzahl oder die Menge an Tieren habe. Ne? Ist ja auch in Ordnung. Selbst ich hier mit meinen Dauerfressern, die ich hier habe, mit den Chromis und mit den zwei Antias, die kriege ich auch nur einmal am Tag. Thema durch. Das habe ich. Am Anfang habe ich mehrfach gefüttert, um die Tiere daran zu gewöhnen. Und dann habe ich es langsam und sicher zurückgestuft und jetzt kriegen sie einmal am Tag. Und die Tiere sind wohl genährt, haben darunter keinen Schaden. Das geht. Also man kann das tatsächlich auf dieses eine Mal runterbrechen, wenn man das dann möchte. Ja. Aber füttern macht ja deiner Frau auch besonders viel Spaß. Ja, ja. Nee, das ist jetzt auch nicht das Problem, aber ich sehe halt immer wieder, und weshalb es zu einmal am Tag gekommen ist. Klar, die Clownfische, die hätten schon gerne mehrfach. Die sind aber mittlerweile halt auch so groß. Mhm. Die haben sich entschieden, wer männlich, wer weiblich ist. Das ist schon mal sehr gut. Der eine, das Weibchen ist schon doppelt so groß wie das Männchen. Ja. Die führen halt auch nicht mehr so ihre Kämpfe, wie sie das vor ein paar Monaten noch gemacht haben. Also ist jetzt ein bisschen mehr Ruhe eingetreten. Genau, weil uns natürlich dazu geraten worden ist, mach's in kleineren Mengen mehrfach am Tag. Wenn die Tiere jung sind und klein sind, dann brauchen die das natürlich im Endeffekt auch. Aber je größer sie werden, und wie gesagt, ich praktiziere das hier in dem Becken eigentlich schon seit Ewigkeiten, dass sie einmal am Tag kriegen und das funktioniert. Ich glaube aber auch tatsächlich, wenn ich mehrfach am Tag füttern würde, dann hätte ich Nährstoffe aber auch. Das könnte sein. Weil ich ja, die Tiere fressen ja gar nicht das, was, also ich kann das aber auch gar nicht mit dem vorbereiteten Futter so dosieren, dass es nicht zu viel ist. Es ist grundsätzlich immer zu viel. Ja, also bei mir setze ich dann ja auch, wenn ich das Futter fertig habe, setze ich dann auch hier und da im Riff was ab, weil es halt wirklich eine Menge ist, wo die Fische halt nicht alles hinterherkriegen. So, wenn du jetzt noch hingehst und sagst, ja, ich möchte aber noch ein bisschen mehr füttern mit Trockenfutter, ja, und machst dann noch eine Trockenfutterzugabe am Tag da rein, ob das jetzt Pellets sind oder Flocken, ist eigentlich relativ egal. Dann hat man natürlich noch mehr Eintrag ins Becken. Und gerade jetzt so hier beim Epo, wo es sagt, ich nehme nichts mehr auf, muss man da extrem mit aufpassen. Also ich orientiere mich aktuell auch sehr viel an der Muschel. Inwiefern? Weil die ja mehr oder weniger so das Empfindlichste ist, was so im Becken ist. Mhm. Ja? Und ich bin aber auch der Meinung, solange die gut steht, dann muss ich nur den Rest im Kopf machen. Ja, bei der Muschel ist es, ich sag mal, die hat nicht so das. Die bekommt auch keinerlei Plankton mehr, ne? Die lebt alleine, only, nur vom Licht. Schön. Das ist sehr schön. Ne? Und weil ich nämlich auch zwischendurch darüber nachgedacht habe, ob eventuell das mit dem Phosphat so explodiert ist, weil ich ja auch immer wieder. Nicht unbedingt, aber es ist Plankton mit eingegeben. Es waren halt mehrere Faktoren, die da reingespielt haben. Ja. Das ist Frostfutter gewesen, das ist die Dosierung gewesen, das ist das Korallenfutter gewesen und dann halt nicht gemerkt, dass das Becken dann eben halt nichts mehr aufgenommen hat. Aber okay, wir gucken, dass wir es jetzt hinkriegen und dann wird das schon funktionieren. Ja, überlegen, ich habe jetzt hier zwei Nemos dran.
leider ja nur noch einen Mandarin, der ja aber auch da vorhin sich, der vegetiert jetzt, ja doch, der vegetiert vor sich hin, der frisst und chillt. Ja. Dann habe ich die zwei Codernis. Die eine Grundlinie. Und das war's. Er ist aber auch für die Beckengröße okay. Ja, also ich möchte eigentlich auch gar nicht mehr. Wie gesagt, der Hauptaugenmerk liegt eben auf den Korallen. Und ja, das passt schon so. Denke ich auch. Dann gucken wir mal, ob wir das Becken gut über den Urlaub kriegen. Ach, dann war schon mal der Atemklopf. Wenn ich jetzt komplett allein wäre, gut, wäre ich komplett alleine, wird das Becken heute schon gar nicht mehr stehen. Sag ich dir, wie das ist? Ja, es ist so. Aber gut, da haben wir auch schon 100 Mal drüber gesprochen, das ist auch kein Geheimnis. Da hätte ich das Ding schon dreimal vor die Wand gefahren. Na? Ich muss jetzt niemanden an die ganze Thematik hier ranleiten, wo ich sage, okay, du musst bitte darauf und darauf achten. Der Meister selber kümmert sich darum, also da, worum soll ich mir da Kopf machen? Genau. Und dann haben wir ja auch noch die Kamera, die dann da steht. Genau. Worüber Daniel dann beobachten kann, ob alles passt. Ob zumindest das Licht an ist und die Korallen auch da sind. Ja. Also von daher, ich mache mir da gar keinen Kopf drum. Also wenn ich jetzt jemanden extra anleiten müsste dafür, dann da hätte ich schon Bauchschmerzen. Aber wird schon schief gehen. No? Das Becken ist die ganze Zeit einigermaßen stabil gelaufen, jetzt mal abgesehen von der Phosphatproblematik. No. Dann wird das die Woche jetzt auch ich überstehen. Denke, das machen. Mach schon mal keinen Kopf drum. Ja, dann wollen wir mal sehen, was wir daraus machen. Ne? Yes. Nein. Dann würde ich sagen, dann war das jetzt schon mal das Vorab-Video und dann gucken wir mal, was nach dem Urlaub ist. Ja. Beziehungsweise, wie ich meinen Job da gemacht habe. Ich mache mir keinen Kopf. Alles klar. Und wenn doch, dann kann ich dir zumindest die Schuld dafür geben. Genau. Ich bin dann dafür da, das Becken gegen die Wand zu fahren. Er hat das Phosphatproblem verursacht und ich darf es dann jetzt ausbügeln. Richtig. Ja, okay. Also, wie sich das weiterentwickelt, werden wir dann demnächst sehen. Und ja, in diesem Sinne, charmanten Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer dieses Video sei. Däumchen nicht vergessen und ja. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.